So, hallo Leute, nachdem wir es heute in unserer Facebook-Gruppe ein bisschen drüber gehabt haben, über Messer nachschleifen, Messer schleifen etc., was ist, wenn ein Kunde zu mir öfter kommt, was verlange ich für Preise und so weiter, möchte ich einfach mal zeigen. Ich habe zufällig gestern Abend von meinem Freund, wir waren da beim Grillen, habe ich vier Messer mitbekommen. Diese vier Messer habe ich euch Bilder eingeblendet, habe ich auf den Besttester gelegt. Hab dann alle auf die gleiche Länge eingespannt mit meinem Messblock. Werde jetzt hergehen und werde, beziehungsweise ich blende euch mal noch ein Bild ein von der Schneide von einem. Das habe ich einfach stellvertretend für alle vier gemacht. Die haben alle so kleine, leichte Ausbrüche, aber nichts Weltbewegendes. Das heißt, ich habe die jetzt alle eingespannt. Zuerst hatte ich sie auf 139 mm eingespannt. Dann habe ich gesehen, bei einem 14-Grad-Winkel, weil die Goniometer-Bilder blende ich euch auch mal ein. Übrigens sieht man da sehr schön, dass das handgeschliffene bzw. von mir einfach vorgeschliffene Messer sind. Und du siehst ganz klipp und klar die Punkte. Diese Messer sind jetzt alle auf 14 Grad geschliffen. Da werde ich sie auch wieder drauf hinschleifen. Dieser leichte Bogen, der eine Balligkeit des Messers anzeigt, der ist völlig normal, weil wir ja nach dem Schleifen auf dem Rockhard-Filzrad mit einem halben Grad oder einem Grad oder 1,5 Grad mehr abziehen. In dem Moment machen wir ja die Schneide ballig, das heißt aber noch lange nicht, dass die stumpf wird. Also dann lege ich jetzt einfach mal los im Vollgasgang. Ich habe hier alle vier Messer eingespannt und schleife die jetzt der Reihe nach durch. Ich gehe jedes Mal zweimal über das 400er drüber und wechsle dann den Stein auf 1000. Da gehe ich noch einmal drüber und dann gehe ich auf die Rückseite zum Rockhard-Filzrad, ziehe jedes Messer drei, viermal drüber zum Entgraten und dann gehen wir wieder unter den Besttester. Und jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Ich lasse das jetzt einfach mal durchlaufen. Ich kommentiere jetzt gar nichts. Wir haben jetzt 8:55 und jetzt schaue ich mal, wie lange ich brauche für diese vier Messer. Los geht's. So, das waren jetzt exakt 7 Minuten. Dann bin ich mit allen vier Messern durch gewesen auf dem 400er, zweimal drüber. Damit will ich praktisch die Mini-Ausbrüche, die da drin waren, einfach glätten und wegmachen. So, und dann gehen wir aufs 1000er und da gehen wir praktisch mit jedem Messer einmal drüber. Wir brauchen keine Höhe verstellen am Tool, an der Toolbar. Wir machen einfach den Wasserdruck wieder rein. Wir haben unsere eingespannten Messer, das heißt, da brauchen wir auch nichts verstellen. Machen wir einfach weiter und hauen die vier Dinger noch hier drüber, jeweils einmal pro Seite.
So Leute, das war's. Das waren jetzt genau 4 Minuten, um diese 4 Messer über den 1000er Stein zu ziehen, beziehungsweise über das 1000er CBN-Rad. Jetzt wechsle ich hier auf das Rockhard-Filzrad. Ja, das steht hier. Vorher mache ich hier noch ein bisschen trocken. Ja, ich weiß, ich bin dran an einem Teil, das mir das Wasser vom Gerät weghält. Aber im Moment habe ich es noch nicht. Für alle, die es nicht wissen, wenn wir ein Filzrad verwenden, brauchen wir so ein Distanzstück. Und selbstverständlich müssen wir jetzt die Maschine drehen, weil mit dem Filzrad kann man nicht gegen die Richtung schleifen. Sonst fährt das Messer in den Filz ein und das war's dann. Ich könnte vielleicht zwischendurch ganz kurz ein Bild, nee, das mache ich jetzt nicht, weil ich habe hier meine Kamera drauf liegen. So, jetzt muss ich die Maschine drehen. So, dann mache ich hier kurz ein bisschen trocken noch. So. So, und jetzt muss ich natürlich die Höhe ausrechnen, die ich brauche. Das sind hier, was sind das? Ich glaube, das sind Zwillingmesser, wenn mich nicht alles täuscht. Muss mal kurz gucken. Ja, das sind Zwillingmesser. Oder Wüsthof, muss mal gucken. Ne, das ist zum Beispiel Villeroy & Boch. Das hier ist auch Villeroy & Boch. Und das hier ist Weiß der Geier. Und das hier, ja, die sind schon ziemlich alt, die Messer, deswegen sieht man da nicht mehr allzu viel. Ich glaube, das ist ein Zwilling. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt müssen wir hier die Höhe einstellen von der Toolbar, wie sie hier hinten drauf sein muss. Ich werde jetzt die Messer mit 1,5 Grad mehr schleifen, als dass ich vorher geschliffen habe. Das heißt, wir hatten jetzt, ich will hier gerade mal ein bisschen trocken machen, wir hatten jetzt 14 Grad am Messer angeschliffen. Das heißt, ich gehe jetzt auf 15,5 Grad. Die stelle ich jetzt ein. Dazu brauche ich jetzt ganz kurz meine Software. Zack, so, warte. Und zwar hier, jetzt gehe ich auf die Frontaufnahme. Dann sage ich, ich brauche mein Rockhard Filzrad, fertig. Und wir hatten eine Werkstücklänge von 145 mm. Und wir machen jetzt aber einen 15,5 Grad. Das heißt, fertig. Ich tue das Bild kurz abspeichern, dann blende ich es euch ein. So, das heißt, ich muss 96,7 mm hoch sein mit meiner Toolbar hier hinten, um dann hier vorne einen 15,5 Grad Winkel anliegen zu haben. So, 96,70 habe ich hier drin. So, und jetzt messe ich hier die Höhe. Da bin ich schon fast da. Sobald er hier aufsitzt, das was jetzt der Fall ist, so, habe ich hier den richtigen Winkel. So, und jetzt kann ich sicher sein, egal welches der 4 Messer ich nehme, ich habe hier vorne jetzt immer 15,5 Grad. So, und jetzt ziehen wir die einfach 2-3 Mal hier drüber, einfach ohne Druck. Beziehungsweise ich mache es sonst immer 4 Mal, dann mache ich es jetzt auch 4 Mal. Einfach never change a running system. Da kann man relativ flott drüber gehen, also nicht im Eiltempo, aber ihr seht ja, ich gehe da relativ zügig drüber. Zwei, also einmal. Und jetzt kommt das zweite Mal. Vermutlich könnte ich jetzt schon aufhören. Ich habe es mir echt angewohnt, 4 Mal drüber zu gehen. Dann werde ich das heute auch genauso machen. So. Drei und noch einmal.
So, Messer Nummer 1. Und hier ist jetzt natürlich der Winkel wieder der gleiche. Ne? Ist ja klar, weil durch die Länge des Werkstücks, den Durchmesser von dem Rad und alles, bleibt das ja alles dasselbe. Das hier ist auf jeden Fall ein Zwillingmesser, das sehe ich jetzt gerade. Und vielleicht, wenn viele immer wieder mal fragen wegen dem Filzradkoten, ich habe das, seit ich es habe, genau einmal gemacht. Und man hört ja, der schleift noch. Wieso sollte ich danach coaten? Wäre ja Blödsinn. Ne? Messer Nummer 2. Bisschen sauber machen vorne. So, das war's. Gebraucht habe ich jetzt 22 Minuten für alle vier Messer. Wenn ich einen Kunden habe, der seine Messer bei mir einmal im Monat schleifen lässt, dann könnt ihr hundertprozentig davon ausgehen, brauche ich den 400er überhaupt nicht. Die Messer, wie ihr sie jetzt gesehen habt hier, die habe ich geschliffen. Puh, lass mich überlegen. Warte mal, ich will mal kurz meine Hände wieder anmachen. Die habe ich geschliffen von Gerät getrennt. Okay, alles klar.
Dann ist halt das Gerät jetzt gerade nicht mehr drauf. Vor etwa einem halben Jahr. Das heißt, wenn ich die im 4- oder 6-Wochen Rhythmus schleife, dann brauche ich definitiv mit absoluter Sicherheit kein. Ich muss mal kurz gucken, ob die Kamera überhaupt noch aufnimmt. Ja, sieht so aus, die nimmt noch auf. Dann brauche ich mit Sicherheit kein 400er, sondern dann reicht mir das 1000er. Was ich jetzt noch kurz machen möchte, ich glaube, ich muss die Kamera ein bisschen runterstellen. Dazu muss ich halt das Gerät hier doch noch mal kurz verbinden. Moment. So. So Leute, mich hat meine Kamera mal wieder im Stich gelassen. Gestern, wo ich das Ding gedreht habe. Jetzt habe ich das gerade zusammengeschnitten und habe gesehen, am Ende, da fehlt ja was. Was fehlt, ist natürlich der Best-Tester und den hole ich jetzt mal eben nach. Weil es ist schon interessant, mit wie relativ wenig Aufwand ich ein gutes Ergebnis hinbekomme. Ich hatte gestern also die besten Werte alle schon gemessen und war total überrascht, wie gut das geworden ist. Ich hoffe mal, durch das Liegen und Korrosion sind die Werte nicht schlechter geworden. Nein, natürlich nicht. Also zumindest nicht signifikant. Ich gucke mir das mal an und jetzt gehe ich mal mit jedem einzelnen Messer. Also zweimal über den 400er bin ich gefahren, einfach um die Schneiden wieder instand zu setzen, die einfach nach 6 Monaten gelitten haben. Das ist ja auch völlig normal. Aber da brauche ich keinen 160er und da brauche ich keinen 80er, da reicht ein 400er. Die Bilder habe ich noch, also die kann ich einblenden gleich von den Schneiden. Aber die Bestwerte, die hatte ich auch am Video aufgenommen und die habe ich nicht mehr. Deswegen ziehe ich das jetzt noch mal kurz nach. Ihr seht ja auch, ich habe ein anderes T-Shirt an. Und es ist ein neuer Tag. Morgen fahre ich übrigens nach Prag. Könnte sein, dass ich sogar über Nacht bleiben muss, weil ich möchte so viel wie möglich Goniometer mitbringen. Und ich glaube, ich muss dem ein bisschen auf den Hals stehen, dass da echt was passiert, weil das kann so nicht weitergehen. Ich messe die Messe jetzt kurz raus und dann schneide ich das noch an das Video hinten dran und fertig. Vielleicht eins noch. Ich habe natürlich noch eine Menge dabei gequatscht. Ich habe noch die Toolbar-Höhe eingestellt, habe erklärt, wie das geht und bla und bla und bla. Effektiv habe ich nicht mehr wie 20 Minuten gebraucht für diese 4 Messer. Das ist mal ganz sicher. Und wenn wir dann drüber reden, was verlange ich meinem Kunden für einen Preis? Wenn einer kommt zu mir mit so einem Kochmesser und da hat Ausbrüche in der Schneide und da ist keine klar definierte Schneide und so weiter. Hey, dann ist 15 Euro völlig okay der Preis, weil da sitzt ihr dran und braucht einfach eure Zeit, bis das fertig ist. Aber wenn ich das so wie hier für meinen Kumpel die Messer schon mal geschliffen hatte, ja gut, ein halbes Jahr ist jetzt relativ lang, aber das ist ja auch kein Profi, der nutzt die normal in der Küche. Aber wenn ich heute einen Koch habe, der mit seinem Messer schleift, und der sagt, alle 4 Wochen soll ich die Messer nachschleifen. Schneidet, nicht schleift. Alle 4 Wochen soll ich die Messer nachschleifen. Leute, das geht über ein 1000er und über das Rockhard-Filzrad und dann läuft das Ding wieder. Also von daher gesehen, sind da meiner Meinung nach 10 Euro pro Messer dann zu teuer. So, schauen wir mal, was wir da haben. Ich bin mal gespannt gegenüber gestern. Das ist das erste Messer. Die Bestwerte von den Messern vorher habt ihr gesehen, 105. Ja, so, dann nehmen wir das nächste. Und es war jetzt nur das 400er, 1000er und dann das Rockhard Filzrad. Ne? Da war kein Leder dabei, da war nichts dabei. Das war einfach eine, ja, ich sag mal, Gebrauchsschärfe ans Messer zu bringen. Und eine 105er Schärfe, also Leute, da bin ich nicht unzufrieden, sage ich mal. Ne? So, nächste Messer, Tara drücken, minus 5 wollen wir auch nicht. Wir wollen einfach eine 0 da stehen haben. Das ist jetzt etwas schlechter, 260, ist aber immer noch so, wie ich ein Messer, wenn ich das ab Werk neu bekomme,
Die haben meistens so zwischen 200 und 300. Dann ist 260. Ich habe da extra ein Papier hergelegt. Ja, das schneidet. Das ist jetzt nicht stumpf. So. Und ich bin sicher zwei, dreimal übers Leder, dann hat das auch um die 100. So, jetzt machen wir das nächste. Null stellen und auch wieder rein damit. Da brauchen wir gar nichts machen. Und jetzt machen wir noch das letzte. Dann haben wir nämlich alles fertig. Und dann blende ich euch zum Schluss gleich noch die Schneiden ein von den Messern. Wie die denn aussehen nach CBN 1000 und Rockhard Filzrad. So, wieder Null stellen. Das ist jetzt noch das Kleine. 140. So, und das war alles Ruckzuckarbeit, hoppla hopp und schnell. Und Leute, hier, ja, das hatte ich gerade schon gezeigt. Das ist das Große. Da hakt nichts, da macht nichts. Und das hier noch. Was will man mehr? Und jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt für jedes Messer 10 Euro verlangt hätte zum Schleifen, in 20 Minuten habe ich sie geschliffen. Ja, da würde ich sagen 120 Euro Stundenlohn, das wäre schon wünschenswert, ist aber nicht realisierbar. Und ich glaube, euer Kunde dankt euch das. Und ihr habt natürlich den Vorteil, wenn ihr das Messer einmal in der Hand habt zum Schleifen und ihr habt einen sauberen Schliff dran, dann wird es auch ruckzuck wieder scharf. Ich blende jetzt noch die Bilder ein von den Schneiden und dann wünsche ich euch was. Wünscht mir Glück, dass ich morgen in Prag Goniometer kriege. Ich glaube ganz ehrlich noch nicht so richtig dran. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wünsche euch was. Bis die Tage. Ciao.